Es ist wichtig, eine sogenannte Klimaresilienz zu entwickeln, also widerstandsfähig zu werden. Eine globale Strategie dafür ist aber schwierig, weil jede Stadt oder jede Region auf der Welt eben ganz anders ist, ganz andere Voraussetzungen und Bedürfnisse hat. Braucht jede Region oder jede Stadt deshalb eine eigene Strategie? Und wie lässt sich das realisieren? Darüber möchte ich heute mit unseren Experten sprechen. Ich freue mich auf ein interessantes Panel mit Kai Bergmann. Er ist Referent für deutsche Klimapolitik bei Germanwatch und sitzt im Kommunalkreis sozialgerechter Klimaschutz- und Anpassungspolitik. Er ist also unser Experte für Kommunen, für deutsche Kommunen. Unser zweiter Gast, Professor Mumuni Abu, hat eine ganz andere Expertise. Er ist Bevölkerungswissenschaftler und Dozent am Regional Institute for Population Studies an der Universität Ghana, wo er unter anderem zu Gesundheit und Migration forscht. Migration ist auch ein wichtiges Thema für Caroline Sigraf. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hugo Observatory an der Universität de Liège. Und zu guter Letzt Raya Mutharak. Sie ist Professorin für Demografie am Institut für Statistik an der Universität Bologna und kann uns einen Einblick geben, wie sich der Klimawandel auf Fruchtbarkeit und Migration auswirkt. Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Kai Bergmann, Sie arbeiten ja bereits an Klimaanpassungsstrategien für Kommunen in Deutschland. Können Sie einmal erklären, wie diese aussehen, also welche Klimaanpassungsstrategien es für deutsche Kommunen gibt? Entschuldigung, wenn ich kurz korrigieren muss. Ich selber erstelle keine Klimaanpassungskonzepte, sondern beobachte im Grunde genommen als Referent für deutsche Klimapolitik, wie in der Klimagovernance Deutschlands, also zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die Bereiche Tätigkeiten zu Klimaschutz, also die Erfassung von Klimaschutzkonzepten, aber eben halt auch der Versuch, sich an das Unvermeidbare anzupassen, also Klimafolgenanpassung, in der deutschen Politik auf diesen verschiedenen Klimagovernance-Ebenen diskutiert werde und begleite dabei eben halt Kommunen auch in Einzelgesprächen, wie sie wahrnehmen, dazu Handlungsfähigkeit zu erlangen. Es ist so, dass wenn wir aus dem deutschen Kontext sprechen, dass das zwei Aufgaben sind, die unserer Meinung nach unbedingt als pflichtige Aufgaben von Kommunen wahrgenommen werden müssten, das aber keine pflichtigen Aufgaben für Kommunen sind. Das heißt, unsere Kommunen, die derzeit für viele andere Aufgaben einen großen Infrastrukturinvestitionsstau vor sich herschieben, weil durch die Bund-Länder-Finanzbeziehungen da einfach viele Rückstände sich aufgebaut haben, die Kassenlage von den Kommunen sehr unterschiedlich sind. Also wir haben reiche Kommunen, die diese freiwillige Aufgabe, Klimaschutzmaßnahmen und systemische Klimaschutzkonzepte zu erarbeiten und auch entsprechende Klimaanpassungsstrategien schon freiwillig wahrnehmen und gut sind. Wenn ich das jetzt mal auf den Bereich der Klimaanpassungskonzepte herunterbreche, wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland. Das sind ungefähr 400 Landkreise und bis zu 10.100 kleinere Kommunen, wozu auch dann die kleinere Kommunen bzw. wozu dann auch die richtig großen Städte gehören. Die Kommunen, die von ihrer Haushaltslage Personal aufbauen könnten für die Erstellung solcher systemischen Konzepte, die stellen sich dem Thema. Und wir haben ungefähr 15 bis 20% der 11.000 Kommunen in Deutschland. Das sind jetzt Zahlen aus dem neuesten Klimaanpassungsgesetz auch von Bundesebene, die solche Klimakonzepte erstellen. Das heißt, sie erstellen Hitzepläne, sie erstellen Stadtentwicklungskonzepte, wo gegen den Hitzestress in den Stadtentwicklungskonzepten die Frischluftzufuhr besser reguliert wird. Sie bauen ihre Städte zu Schwammstädten auf, also so, dass diese extremen Regenmassen, wie wir sie jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, auch die Ahrtalflut von 2021, die eben halt eine ganze Kommune weggerissen haben, wie sie besser für die Entsiegelung von Flächen und den besseren Abfluss von Wasser sich vorzubereiten, auch der Küstenschutz und ähnliches. Das heißt aber auch, wir haben einen relevanten Anteil von Kommunen, die keine Klimaanpassungskonzepte haben und auch nicht in der Lage sind, ihren Beitrag zur Klimaneutralität 2045 in Form von Klimaschutz und Klimaschutzkonzepten aufzustellen,
weshalb wir eben halt einfordern, dass in Deutschland gibt es rechtliche Hürden, dass der Bund überhaupt keine Aufgaben mehr übertragen darf auf die kommunale Ebene, das aber gerne möchte, also dieses gerade angesprochene Klimaanpassungskonzept. Ein Bundesgesetz versucht jetzt eine Art Pflicht für die Kommunen einzuführen. Sie dürfen das den Kommunen aber selbst nicht vorschreiben, sondern können hier nur die Länder in die Pflicht nehmen. Und die Länder müssen dann entscheiden, ob sie davon Gebrauch machen möchten, durch entsprechende Landesgesetze diese Aufgabe an die Kommunen pflichtig zu übertragen. Sie müssen das dann aber auch alles bezahlen. Und beim Bezahlen streiten sich dann Bund und Länder, wer für die Finanzierung zuständig ist. Und am Ende sind es dann leider immer die Kommunen, die neue Aufgaben übertragen bekommen, aber die entsprechende Finanzierung dafür nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist immer die Rückmeldung, die ich von den Kommunen bekomme. Insofern hapert es meistens an personeller und finanzieller Ausstattung, um überhaupt erstmal ein solches Konzept zu erstellen. Die eigentlichen Investitionskosten folgen ja dann danach. Also selbst Kommunen, die ein Klimaschutzkonzept haben, um das Unbewältigbare noch ein Stück weit einzugrenzen und einzudämmen, kommen in der Investitionsnotwendigkeit nicht hinterher, um unsere Gebäude klimaneutral zu bekommen, den Verkehr klimaneutral zu bekommen und. Das erhöht dann die Risiken, dass man das Unvermeidbare sozusagen überdimensioniert. Neueste Studien von Prognos sagen, dass wir auf Klimaschäden von 900 Milliarden hinauslaufen. Wenn wir solche Anpassungskonzepte hätten, könnte man die begrenzen auf ungefähr 236 Milliarden. Das sind dann aber schon die Folgen des jetzt schon kommenden Klimawandels. Und je weniger wir beim Klimaschutz tun, die Staatengemeinschaft hinkt da ja sehr hinterher, was die Verpflichtung nach dem Paris-Abkommen angeht, wird sich das ins Unermessliche steigen und dann auch nicht mehr beherrschbar sein. Insofern ist das Bundesgesetz gut, aber man muss eben halt sehen, ob die Kommunen jetzt auch wirklich handlungsfähig gemacht werden, dass jede Kommune ein solches Strategie erarbeiten kann. Inwiefern ist es denn wichtig, dass jede Kommune auch wirklich so eine Strategie entwickelt, oder kann man das nicht auch also deutschlandweit regeln? Ja, Sie haben es ja selber schon gesagt, wie unterschiedlich die geografischen Lagen in Deutschland sind. Also man kann so eine Region wie das Ahrtal, die 2021 mit enormen Regenmassen zu kämpfen haben und jetzt einen volkswirtschaftlichen Schaden zwischen 30 bis 40 Milliarden nach sich gezogen hat, wo es auch viele Tote gab, oder die Hitzetote, die wir jährlich in Deutschland haben. Das trifft auf sehr unterschiedliche geografische Lagen, also urbane Räume, ländliche Räume. Die Schäden, die jetzt aufgrund der Extremwetterereignisse im Dezember eingetreten sind, hat hauptsächlich die norddeutschen Länder getroffen, also Agrarflächen. Das verursacht dann eine ganz andere Schadenslage, aber eben halt auch bis hin zu Elementarschäden an Häusern, wo die Versicherungsbranche sich auch geäußert hat im Dezember, dass solche Gebäudeversicherungen bald nicht mehr abschließbar sind, weil die Versicherungssummen, die dafür genommen werden müssten, einfach nicht mehr am Markt handelbar sind. Also sie waren eben halt auch vor den Folgen der Klimakrise. Oder der Küstenschutz an Deutschlands Küsten setzt nochmal wieder andere Voraussetzungen voraus. Wir haben aber gleichzeitig ja in den Vorjahren diese Dürre-Extreme gehabt mit Bränden auf Agrarflächen und Waldbränden. Und insofern kann man natürlich sagen, nicht jede dieser 11.000 Kommunen, nicht jede Kleinstkommune muss jetzt für sich ein eigenes Klimaanpassungskonzept schreiben, sondern das sieht im Gesetz auch so vor, dass es so eine Art Konvoi-Gemeinden geben kann, die sich zusammenschließen, um eben halt eine regionale Größe, vielleicht einen Landkreis zu bestimmen, der solche Notfallpläne und Klimaanpassungsstrategien schreiben muss. Aber wir müssen schon der geografischen Lage in diesen verschiedenen Situationen gerecht werden. Ich will gar nicht ausblenden, dass natürlich die Herausforderungen global ganz andere sind und Extremwetterereignisse in anderen Ländern extrem andere Schäden verursachen, weshalb wir als hochindustrialisiertes Land auch da helfen müssen durch internationale Klimafinanzierung, dort die Anpassung, Loss-and-Damage-Schäden mit aufzuheben und so einen Beitrag leisten müssen als Deutschland. Aber Deutschland selbst ist eben halt von seiner sehr unterschiedlichen geografischen Struktur her unterschiedlich betroffen in verschiedensten Regionen. Und deshalb reicht es auch nicht, dass man das auf Bundesländerebene oder so regulieren wollen würde, sondern das muss tatsächlich die lokalen Verhältnisse vor Ort, wie zum Beispiel in Ahrtal, hat man jetzt sehr viel leider lernen müssen aus der Katastrophe, wie man Häuser besser nicht bauen sollte an Kleinstflüssen und Begradigungen von Flüssen und solchen Dingen, müssen wir schon die regionalen Rahmenbedingungen berücksichtigen.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass es global auch anders sind, andere Voraussetzungen und andere Bedürfnisse. Zum Beispiel im globalen Süden. Caroline Sigraf, Sie haben ja den Senegal zum Beispiel untersucht. Und da fand ich sehr interessant, dass die Situation ja an der Küste des Landes ganz anders ist als an der Mitte des Landes. Wie ist es denn dort möglich, eine Klimaanpassungsstrategie zu entwickeln? Yes, thank you. I think Senegal is a good Ja, example. vielen Dank. Das war ja ein gutes Beispiel, Senegal, wenn wir über diese Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern reden, aber auch innerhalb von einzelnen Ländern. So ein Land wie Senegal hat zum Beispiel mit Dürre zu kämpfen und im Inneren, und wir haben aber auch an der Küste Probleme. Und dann kommen natürlich sehr viele Herausforderungen auf uns zu, aber auch wenn wir Länder angucken, wo es dann um die Frage der Migration geht, und die Migration betrifft zum Beispiel auch die Landbevölkerung, wo es Trockenheiten gibt und die Bevölkerung dann davon treibt. Aber wir sehen auch an den Küsten, dass die Bevölkerung gar nicht vor aufgestellt ist für solche Veränderungen. Wir sehen, dass unsere Menschen von einer gefährlichen Region aufgrund des Klimawandels in eine vermeintlich sichere Region flüchten. Aber im Prinzip müssen wir uns sowohl an die trockenen Zonen anpassen, aber auch an die Probleme an den Küsten. Und so eine nationale Politik lässt sich deshalb sehr schwer gestalten. Man redet ja nicht von einer einzelnen Gefahr, sondern man redet ja nicht einmal von einer einzelnen oder immer von derselben Kultur oder Bevölkerungsschicht oder Lebensweise. So, also es ist eine Herausforderung für Senegal, aber auch für viele andere Länder, wo es Klimawandelfolgen gibt, wo natürlich überall eine Klimaanpassungspolitik erforderlich ist. Wenn wir uns zum Beispiel die nationale Ebene anschauen, da gibt es Länder, die berücksichtigen, wie diese Dinge zusammenhängen, auch über die Migration. Sie versuchen auch flexible Politik und Maßnahmen einzuführen. Das ist natürlich möglich. Man kann aber nicht eine einzelne kohärente Strategie entwickeln für alle diese Probleme. Migration als eine Art Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Damit hat sich ja Frau Mutharak auch beschäftigt. Inwiefern kann denn Migration als Klimaanpassungsstrategie funktionieren? Frau Mutharak. Yes, thank you. Ja, vielen Dank. Ich glaube eigentlich, das Erste, was ich hier betonen möchte, ist, dass die Menschen immer schon mit Veränderungen umgehen mussten. Das ist in der Gegenwart so und das war in der Vergangenheit schon so. Und die Migration ist nur eine von vielen Strategien, die in Frage kommen, um diese Schockwellen anzugehen oder um sich daran anzupassen. Vielleicht auch nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt. Die Menschen fliehen zum Beispiel aus dem Land in die Städte und dann haben sie vielleicht zum ersten Mal erstmal eine Trockenheit erlebt. Im nächsten Jahr beschließen sie dann dort wegzuziehen. Das heißt, man versucht erst einmal unterschiedliche Dinge anzubauen. Dann ist auch vielleicht der Zeitpunkt der Aussaat entscheidend. Und der Ernte, also Migration ist hier durchaus immer der letzte Schritt, den die Menschen wagen, um sich dann anzupassen an diese Folgen. Natürlich ist es eine Klimaanpassungsstrategie, aber durchaus nicht die einzige und die erste. Es hängt auch davon ab, wie man das einteilen möchte. Die Migration kann zum Beispiel stattfinden zwischen zwei verschiedenen Arten. Das erste einmal ist die reaktive Migration. Das heißt, es ist etwas passiert und dann beschließen die Menschen wegzuziehen oder müssen wegziehen. Und wenn zum Beispiel das Haus weggespült wird oder auf andere Weise verloren ist, dann kann man sehen, dass es auch eine Art Überlebensstrategie ist, wegzuziehen. Eine andere Form der Migration wäre dann die proaktive Migration. Das heißt, man hat also genügend Zeit zum Überlegen und man sieht, dass es vielleicht lange geplant ist, einer darüber nachdenkt. Der klassische Fall wäre also, man erwartet schon, dass in einem bestimmten Gebiet aufgrund der Erfahrung langfristig kein Überleben mehr möglich ist. Und leider
wenn wir heute nichts ändern, dann wird das manchmal ernste Folgen haben, bevor wir das überhaupt in den Griff bekommen können. Und dann wird das natürlich auch zunehmen. Und das sieht man natürlich auch, also diese Form der Migration, wo man merkt, dass man an einer bestimmten Gegend keine Zukunft mehr hat. Frau Seegraf, Sie beschäftigen sich ja auch mit Migration. Stimmen Sie denn Frau Mutarak zu? Und was ist Ihrer Meinung nach, was sind wichtige Faktoren, die man bei der Entwicklung einer Klimaanpassungsstrategie auch berücksichtigen sollte? Strategie. Ja, natürlich stimme ich mit ihr überein. Und sie hat ja sehr gut aufgeschlüsselt, wie wir an die Migration herangehen müssen. Es gibt also die reaktive, die proaktive Migration. Wir müssen über die positiven und negativen Seiten schauen, wenn wir die Migration einschließen in unsere Anpassungspläne. Das wird auch eigentlich schon getan. Ich glaube, einer der großen Faktoren, der berücksichtigt werden muss, ist zum Beispiel das Überleben und die Lebensweise. Wir reden zum Beispiel über die Fischer. Wir müssen wissen, reden wir vielleicht über die Bauern oder reden wir über Wirtschaftszweige, die nicht von den nationalen Ressourcen abhängen und wie wir dann zum Beispiel auch lokale Anpassungspläne entwickeln können. In meiner Arbeit in unterschiedlichen Ländern habe ich gesehen, dass es nicht nur einfach die Lebensweise ist, die dann die Klimaherausforderungen und Möglichkeiten auch beinhaltet, sondern auch die sozialen Unterschiede im kulturellen Kontext, wie zum Beispiel Männer und Frauen unterschiedlichen Anpassungsherausforderungen gegenüberstehen, Frauen und ältere Menschen haben eben müssen auch berücksichtigt werden, damit wir soziale Gleichheit bekommen in den Anpassungsplänen. Und das gehört auch zur Lebensweise. Nicht nur, dass die Menschen Landwirtschaft betreiben oder Fischerei, sondern wir müssen auch schauen, wer ist das? Wie gehen sie an den Schutz der nationalen Ressourcen heran? Und wie macht sich das alles im sozialen Kontext? Aber wir müssen auch die sozialen Ungleichheiten betrachten und dafür sorgen, dass die Migration weder, also sowohl die reaktive als auch die proaktive, auch auf einer Ebene stattfindet, wo es soziale Unterschiede gibt. Und das geht über die Migration an sich hinaus. Wenn wir solche Anpassungspläne entwickeln, die müssen also diese Dinge mit berücksichtigen. Sie müssen auch Dinge, die es in der Geschichte schon mal gab, Dinge, die ihre Wurzeln in der Geschichte haben, in dem Kolonialismus. Und das kann natürlich auch eine Voraussetzung sein, auf der die Anpassungspläne beruhen müssen. Vielleicht kann ich hier nochmal einhaken. Ich glaube, Carolyn hat das Richtige gesagt. Ganz bei der demografischen Forschung, wo wir versuchen, so viel wie möglich die Unterschiede zu verstehen, die zu diesen verschiedenen Gruppen der Bevölkerung passen. Und da können wir sehr stark herausfinden, dass es gar nicht so sehr um den Ort geht. Also innerhalb derselben Gruppe gibt es unterschiedliche Auswirkungen für den Klima oder des Klimawandels. Junge Menschen, Kinder sind vielleicht empfindlicher in dem Sinne, dass sie mehr gefährdet sind durch Unterernährung. Wir wissen das alles mit solchen Hitzewellen. Es ist eben mehr die ältere Bevölkerung, die darunter leidet und davon betroffen ist. Und ich möchte aber noch einen anderen Punkt einführen, nämlich hier wurde ja die soziale Ungleichheit auch erwähnt und die Ungerechtigkeit. Wenn wir Pläne aufstellen für eine Anpassungsstrategie, dann ist es natürlich genauso wichtig, dass wir hier nicht mit den Klimaschutzmaßnahmen konkurrieren sollten. Wir müssen überlegen, wie wir die Gesellschaft so umbauen können, dass sie die Emissionen reduziert. In diesem Transformationsprozess müssen wir natürlich auch jemanden haben, der dann im Vorteil ist und andere werden verlieren. Der klassische Fall ist, wenn wir zum Beispiel die Kohle aus der Kohle aussteigen möchte, dann gibt es natürlich einige
vielleicht 20.000 oder mehr, die dadurch ihre Arbeit verlieren. Und dann ist halt zu überlegen, ob das nun ein guter Schritt ist oder nicht. Es mag ja gut sein, aus der Kohle auszusteigen. Wir müssen aber natürlich auch überlegen, wer dann dadurch benachteiligt wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir nicht übersehen dürfen. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube auch diese Unterschiede zwischen den Ländern und auch vielleicht die globale Verantwortung, die wir da haben oder verschiedene Länder, vielleicht auch gerade westliche Länder. Mumuni Abu, wie würden Sie denn sagen, könnte man das Gestalten einer Klimaanpassungsstrategien global zu entwickeln und vielleicht auch, welche Unterstützung sollten andere Länder damit oder verschiedene Länder mit einbringen? Yeah, so if you talk of climate, wenn Sie von Klimaanpassungsstrategien sprechen und wenn wir auch dann überlegen, wie wir das global umsetzen könnten, dann kann das natürlich nicht eine Strategie geben, die in allen Ländern funktioniert. Wenn wir jetzt die Demografie anschauen, dann ist das ja in allen Ländern ganz anders. Und wenn man erst einmal demografische Unterschiede hat, dann hat man auch unterschiedliche Vulnerabilitäten. Es kann sehr schwierig werden, dass man eine Herangehensweise findet, die allen gleichermaßen dient. Und die früheren Redner haben ja alle darüber gesprochen, dass man in jedem einzelnen Land schon Unterschiede hat. Also solche Strategien zur Anpassung sind dann wahrscheinlich nicht wirksam in jedem einzelnen Land, sondern in unterschiedlichen Ländern. Und was in einem Land funktioniert, kann in einem anderen Land total daneben liegen. Was Afrika zum Beispiel betrifft, wenn wir einfach mal unsere Demografie anschauen, so hat Afrika eine der jüngsten Bevölkerungsgruppen. Wir reden hier über 1,2 Milliarden Menschen in Afrika. Und darüber hinaus ist diese Bevölkerung auch sehr stark durch Armut geprägt. Der Klimawandel wird also mehr oder weniger eine bestimmte Bedingung, die diesen Kontinent besonders beutelt. Und wenn man die Situation in Afrika sieht, da haben wir im Durchschnitt etwa 4,3 Kinder, die pro Familie geboren werden. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, wie man das betrachtet. Aber in den verschiedenen Regionen innerhalb Afrikas gibt es auch unterschiedliche Fertilitätsebenen. Und das sind auch manchmal Klimafragen, die damit zusammenhängen und auch die Anpassungsstrategien, die dann eingeführt werden, um dieses Thema zu bewältigen. Zum Beispiel in Ostafrika ist die Bevölkerung sehr jung. In Nordafrika zum Beispiel, da gibt es ja einige Elemente junger Bevölkerungsgruppen, aber es gibt auch eine alternde Bevölkerung in diesen Regionen. Das heißt, wir haben es zu tun mit verschiedenen Herausforderungen. Einerseits mit der jungen Bevölkerung, um die wir uns kümmern müssen, und dann aber auch die Älteren. Und bei der Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien müssen ja all diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen ihre Herausforderungen untersuchen und dann in diese Strategien einpassen, sodass jeder wirklich auch daraus seinen Vorteil ziehen kann. Auf globaler Ebene kann es vielleicht gewisse Maßnahmen geben, aber nicht eine Strategie, die dann wirklich in allen Ländern gleichermaßen wirkt, sondern wir müssen hier die unterschiedlichen regionalen Bedingungen berücksichtigen. Und ich weiß, in der Afrikanischen Union gibt es bereits eine Art Klimaanpassungsstrategie, die wurde durch die Staatschefs irgendwann 2002 schon entwickelt. Es gibt also schon eine 10 Jahre alte Strategie, die im Moment umgesetzt wird. Aber selbst mit so einer Strategie in diesen Ländern gibt es immer noch Unterschiede. Und wenn wir in die Mikroebene gehen, bis zum Haushalt, muss es natürlich noch anders gehandhabt werden. Es gibt hier ganz große Unterschiede. Und wenn wir uns die Frauen anschauen, dann sind zum Beispiel die Bedürfnisse ganz anders als die von Männern. Also das muss alles mit berücksichtigt werden. Und die einzelnen Fähigkeiten. Was kann die Wirtschaft für Vorteile haben? Die gesamte Wirtschaft in Afrika ist 2,3 Milliarden Dollar
wenn wir so eine Wirtschaft haben mit diesen Herausforderungen, wie kann denn der Kontinent sich selbst unterstützen? Wir brauchen aus anderen entwickelten Partnern auch Unterstützung. Und welche Art von Unterstützung brauchen wir? Wie bereiten wir uns selbst als Kontinent vor, um dafür zu sorgen, dass, wenn diese Unterstützung gewährt wird, dass wir auch alles dazu einsetzen, uns dahin zu bewegen, wo wir wollen? Ja, ich würde sagen, es sind natürlich globale Strategien auch gut, aber die müssen auf verschiedenen Ebenen entwickelt werden und man muss so weit wie möglich schauen, wie wir uns auf der einen Seite integrieren, aber auf der anderen Seite können wir nicht eine Lösung für alle gleichermaßen haben. Ms. Sika? Nein, also ich glaube, Professor Abu hat hier genau das Richtige gesagt. Die Ergänzungsbeispiele zeigen eigentlich, warum das in unterschiedlichen Orten auch anders aufgefasst wird. Wir reden im afrikanischen Kontext über hohe Geburtenraten, aber dann kommen Sie zum Beispiel in ein Land wie Thailand. Und ich war gerade am Mekong und da haben wir eine ganz andere Situation. Dort ist eigentlich die Geburtenrate niedriger und sie geht nach unten. Und wir sehen das in der Landbevölkerung. Da ist der Druck auf die Umwelt und auf die Menschen mit niedrigem Einkommen, die sich dann entscheiden oder verpflichtet sind, in die Städte abzuwandern, um dort zu arbeiten, um einfach ihre Familien ernähren zu können. Und wir sehen da eine große Kluft. Auf der einen Seite werden weniger Kinder geboren und man kann die Verantwortung jetzt nicht zwischen 5 Leuten aufteilen, sagen, der eine geht nach Bangkok, der andere bleibt zu Hause und kümmert sich um die Eltern. Es gibt ja auch auf dem Land Arbeitslosigkeit und die ältere Bevölkerung hat dann plötzlich niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Wer kümmert sich auch um die Enkel? Also hier haben wir eine Herausforderung, die ganz anders ist, nicht unbedingt besser oder schlechter, aber eben anders. Und ich glaube, das unterstreicht die Wichtigkeit davon, wie die Geburtenrate in beiden Richtungen beeinträchtigt werden kann. Ältere Menschen haben dann niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Und auf der anderen Seite gibt es niemanden, der sich für die jungen Menschen kümmert, um die Kinder, die geboren werden. Also es ist einfach nur zur Unterstützung von dem, was Professor Abu gesagt hat. Wir können nicht einfach sagen, dass es die Geburtenrate eine Herausforderung ist oder die Demografie eine Herausforderung ist, oft weltweit. Und dass wir hier internationale, weltweite Pläne haben. Also die internationalen Pläne müssen auch so etwas berücksichtigen, wie zum Beispiel die demokratischen Herausforderungen. Auf dieser Ebene können wir natürlich eine gewisse Art von Mainstream-Herangehensweise haben, die die Geschlechterfrage anspricht oder die Lebensweise. Aber es zeigt sich dann natürlich alles auf der lokalen Ebene und da muss berücksichtigt werden, nicht, dass es eben nicht nur um das Nationale, sondern auch auf die lokale Ebene geht. Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr wertvoll. Diese globale Verantwortung, die Sie beide ansprechen, Herr Bergmann, inwiefern ist sich denn zum Beispiel auch Deutschland oder die Europäische Union bewusst, dass sie dort auch unterstützen muss? Der Umgang mit der Klimakrise bedarf eben halt vielfältiger Strategien. Das haben wir jetzt ja hier schon herausgearbeitet. In Deutschland, die EU versuchen immer im Rahmen der Weltklimakonferenzen ein Stück weit Treiber der internationalen Entwicklung zu sein. Und auf dieser Verantwortungsebene hat das viel damit zu tun, für die Länder, die eben halt nicht so wirtschaftsstark sind wie der EU-Raum oder vor allen Dingen Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft, zu befähigen, all das, worüber wir gerade gesprochen haben, umsetzen zu können. Also es geht weniger darum, wie meine Vorredner schon gesagt haben, jetzt einen globalen Plan, eine multinationale Organisation zu haben, die jetzt die Anpassung für alle Länder plant. Nein, es geht darum, den souveränen Staaten und Kontinenten sozusagen zu ermöglichen, zum einen Klimaschutz zu betreiben. Das war das Erste, was man auf internationaler Ebene verhandelt hat, also den Green Climate Fund. Inwieweit kann man durch Geldumverteilung Staaten helfen, Klimaschutzkonzepte ein Stück weit zu erarbeiten und zu schauen, wie Klimaschutzmaßnahmen wie der Switch von fossilen Brennstoffen auf Erneuerbare gelingen kann. Da muss man, zur Wahrheit gehört eben halt auch, dass die Versprechungen, die da gemacht worden sind, also man ist sehr schnell dabei,
solche Fonds zu schaffen, aber sie zu befüllen. Es gab eben halt das Versprechen an die internationale Gemeinschaft, dass die großen Industriestaaten, die am meisten den jetzigen Klimawandel angeschoben haben durch ihre Emissionen der letzten 200 Jahre in Zeiten der Industrialisierung, einen solchen Green Climate Fund mit 100 Milliarden US-Dollar ausstatten. Das sollte 2020 abgeschlossen sein. Das haben wir erst im letzten Jahr erreicht, so zur letzten COP. Gleichzeitig wurde auf der letzten COP endlich auch auf deutsches Streben hin, also die Deutschen haben damals mit der COP-Präsidentschaft diesen Loss and Damage Fund aus der Taufe gehoben. Das heißt, wir sehen ja schon jetzt, dass so extrem viele Schäden und Verluste zu verzeichnen sind. Und diese Schäden in irgendeiner Weise zu kompensieren, dafür wurde dieser Loss and Damage Fund gegründet und Deutschland war einer der ersten, der dort Zusagen gemacht hat, nämlich 200 Millionen Euro bereitzustellen. Das sind alles angesichts der tatsächlichen Schäden Peanuts, aber dass überhaupt auf internationaler Ebene solche Fonds errichtet werden, damit Geld fließt, da ist Deutschland und die Europäische Union immer Vorreiter gewesen, dafür zu sorgen, dass aus internationalen Gerechtigkeitsgründen solche Möglichkeiten geschaffen werden. Das andere ist jetzt ein sogenannter Adaptation Fund, also im Grunde genommen Geld bereitzustellen über Fonds den Ländern, dass überhaupt diese Anpassungsstrategien bewältigen können. Und alles drei muss gemacht werden. Das habe ich ja schon gesagt, wir müssen uns insgesamt alle radikal wandeln, damit es noch annähernd so bleiben kann, wie es ist. Das ist Klimaschutz. Und dann müssen wir uns aber an das Unvermeidbare, das, was wir schon längst verursacht haben und derzeit steigen leider unsere Emissionen immer noch und noch verursachen werden, an das Unvermeidbare anpassen. Und auf dem Weg dorthin wird es eben halt viele Schäden geben. Und für alle diese drei Bereiche muss es im Grunde einer internationalen Gerechtigkeit eine Umverteilung von den Ländern geben, die am meisten Schuld und Verantwortung bisher gemacht haben. Aber, das will ich ja auch sagen, Länder, die als Schwellenländer schon längst den Status aus den Least Development Countries entwachsen sind, also die jetzt sozusagen aufholen, müssen so langsam mit in diese Verantwortung hineinkommen. Und deshalb war es toll, dass die Arabischen Emirate, die jetzt die COP geleitet haben, als einer derjenigen, die enorm reich sind, aber laut der Architektur der UNFCCC immer noch als Entwicklungsland galten, jetzt das erste Mal mit sich verantwortlich gefühlt haben, mit Deutschland zusammen diese Initiative zu diesem Loss and Damage Fonds mit aufzubauen. Also eine Kooperation zwischen einem reichen Industrieland, einem aus unserer Sicht mittlerweile Schwellenland, was aber unter den Regularien noch anders definiert ist, gesagt haben, wir nehmen gemeinsam diese Verantwortung wahr und machen die ersten Pledges in diesen Fund. Mittlerweile sind mehrere Staaten gefolgt. Das deutsche Problem wird jetzt sein, oder das, was wir als auch Entwicklungshilfeorganisation anmahnen bei der deutschen Regierung, ist, dass wir auf dem Weg in dem Befüllen dieser Fonds eigentlich jetzt für 2025, also diese COP Ende diesen Jahres, wird eine reine Finanzierungs-COP werden, wo genau diese strittigen Fragen zwischen den Last Development Countries, den Schwellenländern und den Industriestaaten nochmal neu verhandelt werden muss, die Finanzarchitektur insgesamt. Dass wir gerade sehen, dass aufgrund der nationalen Gegebenheiten, dass nämlich unter den Regeln von Schuldenbegrenzung, Schuldenregeln, gerade bei uns im nationalen Kontext darüber gestritten wird, wie leistungsfähig Deutschland eigentlich noch ist und dass jetzt Haushalte, Bundeshaushalte aufgestellt werden, wo auch zur Sprache kommt, ob man in der internationalen Klimafinanzierung eben halt keinen Aufwuchs der Mittel mehr versprechen kann. Und das ist das, was wir anmahnen, weil wir sagen, das kann nicht sein, dass an dem Ende gespart wird und am anderen Ende, gerade in unserem bundesdeutschen Haushalt, noch unheimlich viele Subventionen für unsere Wirtschaft gegeben werden, die Klimakrise noch befeuern. Und das wird eine sehr harte Auseinandersetzung auf nationaler Ebene sein, dass Deutschland seinen Verpflichtungen auch in der Zukunft genauso nachkommt und jetzt nicht anfängt, da einzubrechen bei den internationalen Versprechungen. Ja, sehr spannend. Herr Abu, Sie sind ja an der Universität von Ghana. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da also diese Förderung, diese globalen Förderungen? Und was würde jetzt passieren in dem Fall, den Herr Bergmann angesprochen hat, wenn die Finanzierung vielleicht zurückgehen würde? Wie könnte man diese Strategien, diese Klimaanpassungsstrategien dann sonst finanzieren? Nun, es gab schon Herausforderungen mit der Finanzierung.
Was ich weiß ist, wenn man die meisten afrikanischen Länder anschaut, dann haben wir die nationalen Anpassungspläne und Beiträge. Es sind alle, gibt alle möglichen Politikbereiche und Strategien, die bereitstehen in Bezug auf einzelne Länder. Es gibt Klimaschutzpolitik. Man hat sich auch angeschaut, wie viel es kostet, sich diesen Themen zu widmen. Und manchmal blickt man auch auf diese Finanzquellen, um entsprechende Maßnahmen zu finanzieren. Was ich sagen kann, ist, dass die meisten dieser Dokumente nur im Buchstaben existieren, was die Umsetzung angeht. Und sie werden nicht umgesetzt, weil es keine Finanzen dafür gibt. Ich weiß, dass Länder auf dem afrikanischen Kontinent, einige Länder begonnen haben, lokale Initiativen zu verfolgen, um zu sehen, wie man den Klimafragen am besten entgegentreten kann mit lokalen Mitteln. Aktuell ist es in Ghana so, dass die Regierung eine Emissionssteuer eingeführt hat, die für alle Probleme eingesetzt werden kann. Im öffentlichen Sektor sind auch einige dagegen, denn und das Thema ist, warum soll ich denn die Emissionssteuer bezahlen? Ich kann nichts für die Emissionen. Also im Allgemeinen ist es so, dass die Finanzierung nicht einfach ist in diesem Bereich. Und der Green Climate Fund ist ein Schritt nach vorn, aber man braucht Vorschläge, man braucht Wettbewerb und man muss Überzeugungsarbeit leisten. Viele dieser Länder hatten nicht die Möglichkeit und manchmal auch nicht die Fertigkeit, solche Vorschläge zusammenzustellen, um das Geld tatsächlich reinzuholen, um solche Projekte auch zugesprochen zu bekommen. Also ja, einige Länder sagen Ressourcen zu, aber ob diese Zusagen dann zu praktikablen Lösungen führen, insbesondere in den Subsahara-Ländern, ist etwas anderes. Und wir alle müssen in der Zukunft darüber nachdenken. Einige von uns freuen uns darauf, dass wir möglicherweise als Region auch Ressourcen schaffen können. Das hängt natürlich auch davon ab, wie stark man betroffen ist. Wenn man betroffen ist und man hat dann lokale Strategien, wie man das Ganze angehen kann, da denke ich, müssen wir auch auf lokale Techniken zurückgreifen. In Norokai wussten wir beispielsweise, da gibt es möglicherweise Finanzieren und man braucht aber Technik, um besser abzuschneiden. Mit dem lokalen Wissen, was wir haben, würde ich sagen, dass wir, soweit wir einmal dieser Strategie folgen, dann wird der Kontinent auch in der Lage sein, sich einigen der Probleme zu widmen. Und in Zukunft, wenn wir dann die entsprechende Finanzierung beschaffen können, um dann Megaprojekte zu machen, wäre das der nächste Schritt. Möglicherweise strebt man hier sehr hochentwickelte Bewässerungsanlagen an, um Landwirtschaft in der Sahelzone durchführen zu können, als Beispiel. In der Sahelzone lebt man aber seit vielen Jahren und es gibt eigene lokale Strategien, um sich an Dürreprobleme anzupassen und auch eigene Möglichkeiten der Bewässerung. Und man hat diese Möglichkeiten getestet. Sie sind sehr robust. Man muss einfach investieren, um das praktikabler zu gestalten. Das braucht einige Jahre. Wenn es jedoch solche hochentwickelten Systeme gibt und diese diskutiert werden, wir haben ja keine Zeit. Wahrscheinlich wird es ja noch trockener. Aber diese lokalen Techniken sind berechtigt. Und so viel wir diese lokalen Technologien integrieren können, in dem Maße, wie wir sie integrieren können in die neueren und hochentwickelten Technologien, die jetzt aufkommen, ist das sicherlich sinnvoll. Und da gibt es dann auch sinnvoll, hier entsprechende Initiativen auf internationaler Ebene folgen zu lassen. Auch die Menschen, die davon involviert sind und die in den Regionen leben, natürlich auch eine große Rolle spielen. Frau Sigriff,
Gibt es denn ein bestimmtes Beispiel, das Sie kennen, wo es besonders gut funktioniert, diese Klimaanpassungsstrategie? Ein erfolgreiches Beispiel irgendeiner Strategie zur Klimaanpassung? Vielleicht noch mal kurze Nachfrage. Ja, genau. Nun, ich denke jetzt so ein bisschen noch an die Antwort von Professor Abou, denn es ist so wichtig, dass die lokalen Kenntnisse, die lokalen Adaptionsstrategie auch mit einbezogen werden, was häufig nicht passiert. Wir machen uns häufig so viel Sorgen und denken darüber nach, über diese von oben nach unten reichende Strategie, nicht einfach, wo wir Geld herbekommen, sondern wie wir generell Lösungen finden, anstatt dass wir einfach auf lokaler Ebene auf diese Anpassungsstrategien schauen. Und ich würde gern auf Dinge zurückkommen wie Migration. Migration, das ist etwas, das wird natürlich häufig international diskutiert und häufig wird das als problematisch betrachtet und der Fokus ist auf eine Art Vertreibung. Aber wenn man das lokal betrachtet, ist es so, dass die Menschen eine lange Geschichte haben, sich anzupassen, nicht nur an Umweltveränderungen, Umweltherausforderungen, aber auch wirtschaftliche und soziale Herausforderungen über Wanderungsbewegungen. Und wenn wir über Anpassungen an den Klimawandel lokal sprechen, müssen wir auch sprechen über Nomaden, Hirten, Menschen, die wir häufig als ausgegrenzt betrachten. Diejenigen, die am wenigsten wahrscheinlich irgendwelche Finanzmittel erhalten. Das sind häufig die die längsten Erfahrungen mit Klima- bzw. Umweltveränderungen haben. Also erfolgreiche Adaptionsstrategien. Was ist Erfolg, ist natürlich eine andere Frage. Das kann man diskutieren. Aber auf jeden Fall können wir hier auf Leute blicken, zum Beispiel die, mit denen ich zusammengearbeitet habe. In Senegal beispielsweise ist es so, dass Fischerei betrieben wird und die Fischer dort beginnen dort nicht bei Null in Bezug auf Klimawandel. Sie sagen nicht, oh, der Klimawandel kommt und jetzt müssen wir reagieren und uns anpassen, sondern es geht darum dort, wie integrieren wir diese neuen Herausforderungen. Das heißt, diese Herausforderungen sozusagen eskalieren in unsere Geschichte der Migration. Die Fische beispielsweise passen sich ja auch an und sie wandern und dann, das trifft das auch für die Fischer zu, die dann auch vielleicht umziehen, aber also diese Bewegungen sind nicht neu. Also alle Wanderungsbewegungen sind irgendwo adaptiv. Ich würde dies auf jeden Fall auch als lokales Beispiel sehen, beispielsweise, dass Hochseefischer oder Nomaden wandern, die immer Wanderungsbewegungen so praktiziert haben als Reaktion auf Not oder auch normale Zyklen, saisonale Schwankungen, Fischwanderungen. Für mich kommt das sozusagen in den Blick, wenn ich Professor Abou zuhöre und auch wenn es um die Frage des Erfolgs geht. Ich denke, das ist eine andere Frage. Ja, sehr interessant. Ich will an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Sie auch Fragen stellen können. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. In dem Q&A finden Sie das und dann können die Panelisten die auch beantworten noch. Herr Bergmann hatte sich gemeldet. Wollen Sie darauf reagieren? Ja, ich hätte gern, also ich würde gern zwei Beobachtungen teilen, das wird aber nochmal ein neues Thema dann aufmachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht oder ob wir dann uns lieber den Q&A-Fragen widmen, sollten schon welche da sein. Ansonsten hätte ich nochmal angeschlossen an das, was wir gerade besprochen haben. Zwei Dinge, die mir unheimlich Sorgen machen. Wir kennen das aus dem deutschen öffentlich-rechtlichen Medienkontexten, dass so absurde Diskussionen manchmal geführt werden. Also da gab es einen Moderator, der seine Gäste tatsächlich damit konfrontiert hat, auch klimabewegte Klimaaktivisten, wo er gesagt hat, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Anpassung. Und er fragt sich manchmal, ob diese Aussagen zur Klimakrise tatsächlich so dramatisch genommen werden sollten, weil der Mensch hat sich bisher immer angepasst. Und wenn
wenn nicht wir als hochtechnologisiertes Land in Deutschland sollte sich nicht anpassen können. Und mir und gleichzeitig hat einer der führendsten Klimaforscher, Herr Schellenhuber, dieser Tage gesagt, auf das, worauf sich die Weltgemeinschaft bisher einigen konnte, also welche Ziele sie tatsächlich verfolgt. Sie hat in Paris festgelegt, wir wollen möglichst den Klimawandel bei einer normal durchschnittlichen Temperatur auf 1,5 Grad begrenzen. Aber das, was gerade an Plänen vorliegt, auf das, was wir zusteuern, ist eine 2,8 bis 3 Grad Welt. Das ist eine Welt, in der haben Menschen noch nicht gelebt. So, und insofern diese Aussagen, wir können uns an das anpassen und es wird Migrationsstrategien geben. Also Herr Schellenhuber hat gesagt, wenn wir tatsächlich auf eine 3-Grad-Welt hinauslaufen, dann sind alle Lebensräume entlang des tropischen Gürtels so erhitzt, dass man dort als Mensch sich draußen nicht mehr aufhalten kann. Und das würde seiner Meinung nach Fluchtursachen für bis zu 3 Milliarden Menschen verursachen. Das heißt, wenn wir, das ist dann das Unbewältigbare, von dem ich gesprochen habe, wenn wir uns nicht noch mehr um diesen gemeinschaftlichen Klimaschutz bemühen, dann kommen wir fast zwangsläufig in diese Situation hinein. Und dann sind das Migrationsfragen. Ich beleuchte dann immer die europäische Diskussion um Immigration nach Europa. Da nehme ich zum Beispiel in der deutschen Debatte wahr, dass auf einmal so Grenzen fallen, wo man sagt, natürlich müssen wir jetzt ganz andere Formen der Abschottung auch an den europäischen Außengrenzen mit Asylverfahren einziehen, möglichst schon in den Herkunftsstaaten diese Asylverfahren bescheiden, damit die Leute gar nicht erst Europa erreichen. Und in der Vergangenheit, als wir das 2015 die deutsche Debatte haben, hieß es immer, wir müssen uns viel mehr um die Fluchtursachen kümmern, damit die Menschen gar nicht erst eine Migrationsstrategie sozusagen für sich in Angriff nehmen wollen. Das fehlt in der europäischen Debatte derzeit gänzlich. Es redet keiner mehr über die, also es wird nur noch geredet über, was können wir investieren in einen besseren Grenzschutz in Europa und was können wir schon in den nordafrikanischen Staaten möglich an Systemen installieren, um dort zu entscheiden, ob wir Menschen nach Europa aufnehmen oder nicht. Und das steht sozusagen der Aussicht, von wie vielen Flüchtlingen wir de facto irgendwann sprechen werden, völlig entgegen. Und was mir eben halt Angst macht, ist, dass in dieser europäischen Debatte, also in unserer Debatte, die wir hier führen, dieses Thema Fluchtursachenbekämpfung mehr in Entwicklung, mehr in die Aufwertung sozusagen in einer Afrika-Strategie, damit die Lebensräume dort, auch die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze, gerade die junge Generation überhaupt Chancen hat, in ihrer Kultur zu bleiben, dass das völlig gerade abschwingt sozusagen, die Debatte darüber, vor allen Dingen auch die öffentliche Debatte in Deutschland dazu. Frau Sigriff, wollen Sie darauf reagieren? Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dessen, wie manchmal der Diskurs sich völlig abkoppelt von der Realität, weil der Diskurs kontrolliert wird durch einige wenige Mächtige. Also diese Gedanken, die hier hochkamen zu Grenzschutz, ich meine, dieser Gedanke von 3 Milliarden Menschen, die wandern aufgrund des Klimawandels, was heißt das denn? Nehmen wir an, dass 3 Milliarden Menschen wandern aufgrund des Klimawandels. Ist das eine Bedrohung für Europa? Ist es eine Bedrohung für irgendein anderes Ziel? Es gibt gute Gründe für Menschen zu wandern. Und die meisten wandern ja nicht nach Europa ab, wenn sie von woanders kommen. Und sie wollen das auch nicht. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn man eine internationale Politik entwickelt und eine andere Maßnahme, dann kann man sagen, okay, bei den Narrativen, jeder, der da Einfluss hat, treibt diese internationalen Politiken, denn sie sind häufig abgekoppelt von der Realität. Sie sind abgekoppelt von Dingen wie Fremdenfeindlichkeit und Populismus und häufig nicht wissenschaftsbasiert. Wie bereits gesagt wurde, die Art und Weise, wie diese Dinge dargestellt werden, wenn das die internationale Politik treibt, diese Diskurse und diese Ideen, dann viel Glück für uns alle.
Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen, es gibt schon die erste Frage und die würde ich an Raya Mutarak stellen, nämlich in some coastal regions, people, communities are moved. In einigen Küstenregionen werden Menschen in andere sichere Bereiche umgesiedelt, aber sie gehen zurück aufgrund der Gefahren, aufgrund kultureller und historischer Themen, die sie an diesen Ort binden. Das heißt, die Umsiedlungsprogramme nehmen diese kulturellen Faktoren nicht mit in Berücksichtigung. Was können wir machen, um dies zu bewältigen? Gibt es da andere Beispiele? Ja, also ich denke zumindest ausgehend von den Forschungsergebnissen, ja. Wenn wir uns anschauen, ob Menschen wandern oder nicht, da können wir können sicher sein, dass es diese Rückwanderungsbewegung sehr viel schwieriger ist. Zunächst einmal hört es sich sehr forschungsorientiert an, aber wir haben tatsächlich nicht dazu ausreichend Daten. Das heißt, wie viel Rückwanderung gibt es? Qualitativ wissen wir, dass man das schon so macht, aber wir kennen keine Zahlen. Wir wissen also insofern nicht so viel darüber. Und ich denke, ja, wir können hier aus Forschungssicht kritisieren, dass Kultur und geschichtliche Dinge in den Modellen nicht gut abgebildet sind. Geschlecht ist abgebildet, möglicherweise auch Alter, aber zu erfassen, dass es möglicherweise kulturelle Erklärungen gibt, das ist nicht häufig erfolgt. Und konzeptionell ist es auch wichtig, eines zu erwähnen. Wir haben so diese Ideen, wenn irgendetwas sich ändert, dann will ich abwandern. Aber die Proportion, also der Anteil der Menschen, die bleiben wollen, ist sehr wesentlich. Die wandern wollen, liegt vielleicht nur bei 3%. Das ist wichtig, wenn wir hier solche Wanderungsbewegungen auch in Konzepte einbetten wollen. Vielen Dank. Ich sehe, dass Frau Sigraf etwas schreibt. Wollen Sie vielleicht auch noch mal reagieren auf das Letztgesagte? Nun, ich hatte einfach nur was geschrieben. Vielleicht haben Sie noch eine kurze Antwort. Vielleicht gibt es noch eine weitere Frage. Ich würde aber einfach sagen, ja, ich denke, eine der einfachen Lösungen besteht darin, dass man den Leuten nicht sagt, was sie machen sollen und auf einen bestimmten Ort zeigt, wo sie hin sollen. Aber die Betroffenen sollten hier die Führung übernehmen. Ansonsten hat man Umsiedlungsprogramme, wo die Existenzgrundlagen, die Sozialstrukturen alle nicht berücksichtigt werden. Und dann wird es wahrscheinlich nicht gut verlaufen. Von Anfang an muss das ein konsultativer Prozess sein. Der hat dann eine größere Erfolgschance. Das ist, denke ich, ganz einfach und ein guter Ausgangspunkt für solche Umsiedlungsprogramme. Ansonsten nutzt man viele Ressourcen und setzt viel Geld und Zeit ein, was besser genutzt werden könnte, besser umgesetzt werden könnte, um Erfolge zu erzielen. Stimmen Sie dem zu, Herr Abu? Ja, also ich stimme dem zu, was Caroline und Raya sagten. Ja, Migration ist ein Recht. Wenn man das aus anderer Sicht anschaut, aufgrund von Klimaproblemen gibt es möglicherweise eine Massenbewegung aus dem globalen Süden. Ich glaube, durch die Literatur wird diese Ansicht gar nicht mehr unterstützt. Schauen wir uns doch mal die Demografie an, wenn wir hierzu etwas sagen. Wenn wir uns die Demografie auch Europas anschauen, das ist eine alternde Bevölkerung. Möglicherweise brauchen Sie über die Zeit auch einige dieser Menschen.
Und man wandert ab, wenn man einen Qualifikationsmangel sieht, den man erfüllen kann. Natürlich muss man sich der Frage undokumentierter Flüchtlinge widmen. Das ist auch wichtig. Manchmal sind keine Daten da. Manchmal nimmt man auch viel Geld in die Hand, um Grenzen zu errichten in Afrika, um dies zu verhindern. Die Herkunftsgebiete müssen sich gut entwickeln und müssen die entsprechenden Arbeitsplätze haben. Dann will sicherlich keiner mehr nach Europa auswandern. Also wir müssen uns diese Dinge sehr gut anschauen. Und letzten Endes denke ich, dann wird die Demografie besagen, ob wir es mögen oder nicht, dass wir tatsächlich einige dieser Migranten aus dem globalen Süden brauchen werden. Dass es ganz viele Aspekte gibt, die wir in dieser Klimaanpassungsstrategie auf lokaler Ebene auch mit einschließen müssen. Ich würde vielleicht zum Ende der Diskussion, wir haben, glaube ich, keine offenen Fragen mehr. Aber ich würde vielleicht Sie bitten, noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, weil diese Frage mich noch so ein bisschen beschäftigt. Für wie realistisch halten Sie das, dass jede Stadt, jede Region wirklich, jetzt haben wir gehört eben, dass ja viel auch, viele unterschiedliche Aspekte damit eingebracht werden müssen, dass wirklich diese Klimaanpassungsstrategie auf lokaler Ebene entwickelt werden kann? Vielleicht Herr Bergmann, also ganz kurz noch. Ja, ich kann es ehrlich gesagt nur für Deutschland beantworten. Und im Grunde genommen, wenn das nicht gelingt, dann, weil wir uns selbst zu sehr restringieren. Also das heißt, im Grunde genommen wäre das Geld da, wenn man sich nicht politisch selbst begrenzt. Im Grunde genommen sind die Köpfe dafür da. Ich möchte gerne das nochmal aufgreifen, was Herr Abu gesagt hat. Deutschland hat eigentlich schon längst erkannt, dass es Einwanderungsland sein muss, also eben halt Fachkräfte braucht. Also das heißt, auch die Köpfe wären theoretisch da. Nur der politische Wille im politischen Wettkampf, das ist das, was Frau Zickgraf meinte, mit den Machtverhältnissen sind manchmal eben halt so gestrickt, dass diese Bremsen, die in rechtlichen oder finanziellen Sinne bestehen, nicht gelöst werden. So. Und wenn wir an dieser Transformationsaufgabe, auch an diesen Klimaanpassungsstrategien scheitern, dann aufgrund der politischen Machtverhältnisse. Aber die Ressourcen und die Lösungsmöglichkeiten wären da, wenn in so einer Mehrheitsgesellschaft wie der unseren diese Hürden beiseite geschafft werden würden. Und das ist so ein bisschen Glasspielerei. Ich hatte letztes Jahr sehr Sorge aufgrund auch des Rechtsrucks auch in unserem Land. Die Demonstrationen, die in diesem Jahr stattgefunden haben hier in Deutschland, dass diese politischen Mächte eben halt nicht gewinnen dürfen, machen mir sehr, sehr, sehr viel Mut und Hoffnung. Insofern, ich habe die Hoffnung, dass uns das alles gelingen wird. Das ist keine optimistische Aussage, es wird uns gelingen, sondern ich habe die Hoffnung, dass wenn sich bestimmte politische Verhältnisse ja auch in unserem Land verändern, dann schaffen wir das. Ja, super, ja. Eine positive Nachricht, sage ich mal, zum Ende des Panels. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch schaffen, weil es jetzt auch schon halb ist, noch alle Panelistinnen noch ein letztes Wort zu haben. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für die wirklich interessante Diskussion. Ich glaube, wir könnten noch viel länger diskutieren darüber. Ja, vielen Dank Ihnen fürs Kommen und vielen Dank auch dem Publikum fürs Zuhören. Hier geht es jetzt in 15 Minuten weiter mit dem nächsten Panel. Wir werden älter, jetzt und später Gesundheitsversorgung im demografischen Wandel. Vielen lieben Dank.